Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF Match Map. Tja, und wir müssen ja unbedingt die Brücke beschwören, dass die runtergeht, sonst geht's ja echt nicht weiter. Moin Moin auch von mir, schöne Grüße Leute. Ich warte eigentlich ein Stück weit auch auf die Brücke. Und grüße noch zwei weitere Teams. Ja, Moin Moin. Mädelsteam. Jo, Moin. Das Mädelsteam. Oh, oh. Dani, wie sieht das mit fünf Weibern aus? Ja. Was ist los? Ja. So, ich habe das perfekt getimt. Ich habe hier einmal den dicken Fendt. Aus welchem Fendt fahren wir alle noch? Ist das, ist das ein 10er oder ist ein 9er? 9er. 9er, der hat den Kleindüngerstreuer. Und der Favorit 511 hat den mit Düngerstreuer mit 30.000 Kapazität. Ja, läuft, ja. Aber da siehst du, welcher besser ist, ne? Ja, eigentlich der große, also ist falsch rum. Aber irgendwie hat sich das mal irgendwann so ergeben. Ich stehe denn hier auf der Brücke mit so ein paar Beinen. Gib die mal von der Brücke runter. Nein. Auf der Brücke mit Ballen stehen, wenn Autosave kommt, ist gefährlich. Oh, 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 ja. Können gut fliegen. Vor allen Dingen mit dem neuen Autolot-System. Also, solange das Fahrzeug steht, passiert eigentlich wenig. Hier ist richtig was los an der Brücke. Ein Ballenanhänger, da drüben steht ein Mähdrescher und dahinter steht, davor steht noch ein Träger mit Düngerstreuer. Es sind doch viel zu viele Leute auf einen Fleck. Ja, nee. Einstürzen. Ja, einstürzen, das kann passieren. Rückenschaden. Gut, bitte fahrt den Mähdrescher und die Ballen wieder von der Brücke. Ich nehme schon mal Anlauf. Gleich öffnet die Brücke. Lohnt noch nicht. Doch. Doch, wenn du da ein bisschen die halbe Brücke da rauffahren kannst, dann geht die auch schneller runter. Das habe ich schon erlebt. Nachgeholfen. Ja, nachgeholfen mit dem schweren Fahrzeug. Das mag ich zu bezweifeln. Ja, du weißt ja nicht, wo wir hier überall noch dran rumgebastelt haben an den Brücken. Extra an der Ostseite. Doch. Ja. Mit 30.000 Dünger und dem schwachen Traktor springt es sich nicht so gut. 83 Lohnzahlung. Stefan, holst du dir mit den Fendt die Sämaschine, machst die voll, aber nur mit Saatgut und fährst auf die 66, ja, oder? Oh, oh. Ja, mach ich. Den Drescher lasse ich stehen. Oder? Den lass du stehen, den nehme ich dann. Ich kann nicht, ich komme nicht voran, bin so schwach. Und ich habe die falsche Seite hier. Nee, du nicht. Ich hab Angst. Was macht ihr da schon wieder? Blödsinn. Ich kam nicht in Schwung mit dem. Ja, also der hat sich Power und ziehen 30.000 Dünger an. Ja, aber da kannst du doch nicht, wenn du so einen großen Düngerstreuer hast, da so eine kleine Schubkarre hinten ranhängen. Ach ja, das ist genau falsch. Ja, eben. Und ich müsste der den kleinen Düngerstreuer kriegen und der große Fan den großen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ah, Jenny. Ja, hinten hat's rausgeschlagen. Ja. Passiert. Haben wir Bein verteilt. Naja, solange sie nicht im Kanal gelandet sind, da... Nö. Aber mit dem LKW sammelt sich's leichter ein. Also der Trick ist, ein Bein nicht aufladen. Und auf Autoload lassen. Kann die auch der Autosave nichts anhaben. Okay. Haben wir auch welche geschrieben? No. Das ist ein Tipp um. Das ist ja ziemlich easy eigentlich der Tipp. Wo er sich aber nicht sicher war, mit welchem Autoloader das war. Also mit jedem, den du nicht voll machst, ne? Ein Bein übrig lassen. Weil dann bleibst du ja die ganze Zeit im Auflademodus und dann kann dir der Autosave nichts anhaben. Das ist richtig, aber das gibt dann trotzdem ein kleines Problem, wenn du dann irgendwo auf deiner Karte oder Strecke irgendwo mal so ein Ding verloren hast, sammelt er ihn dann zufällig ein.
bleibt doch nicht aus, ne? Bei dir nicht. Guck mal, ich mache mal einen Graben vielleicht. Oder ich habe mal wieder beim Brückenauffahrt oder Abfahrt verloren. Ja, passiert, ne? Ja. Nicht nur mir, auch anderen. Ein Autodreifennetz für die Matchmap, Holger. Können wir das hier benutzen zum Überführungsfahrten? Wäre nicht das Problem. Also in eine Insel gibt's ja. Na schade, wenn man das nicht so rüber kopieren kann oder spiegeln kann dann, ne? Ne, das geht leider nicht, glaube ich. Ne, das wusste ich auch nicht. Ja, wäre jetzt zu einfach. Aber um Sachen zu testen, gibt's eine Insel. Ja, das war schon. Ich habe die Düngermission auf meiner Insel gesnackt. Nicht. Was? Doch, ich hatte vorhin eine, ja. Nee, das war ich. Schlagt euch drum. Feld 24 hatte ich gehabt. Feld 18 hatten wir eben das gehabt. Hab ich gerade beendet. Ja, da war doch noch was. Wir haben noch irgendwie noch ein bisschen Geld gekriegt. Wir machen ja zum Ende der Folge nochmal wieder den Finanzvergleich, wa? Von der aktuellen Woche. Ja. Von den letzten zwei Tagen. Alter. Das Dünger rauswerfen, was dann wieder hier hochkommt. Dünger streuen. War die Reihe schon platziert in eurem Spielstand, oder? Ja, die ist schon platziert. Ein paar Sachen, so Paletten haben wir schon drüber. Dann haben wir Edeka gekauft. Da ist auch schon, ich weiß nicht, irgendwie 5000 pro Sorte schon was drin. Hefe und Backpulver. Oh, läuft ein bisschen. Ja. Hört sich gut an. Aber habe ich gut geraten, ne? Zufällig. Ja. Das eine Mal. Ja, wir sind nur bei den Eiern auf trockenen Fuß gelandet. Ja, leider. Wollte natürlich sehen, dass man jetzt mal die Displays und Zentrallager mit ein bisschen Leben füllt, die noch ziemlich leer waren. Und Lebensmittel war ja mit Abstand am leersten. Ja, aber das dieses super Display, was du da gebaut hast, da mit der Prozentanzeige da. Das war also was anderes, ne? War echt was anderes, ja. Ich meine, es ist also nicht so richtig sinnig sortiert, aber naja, es ist auch weil der Menge an Rohstoffen geschuldet. Die Produktion hat einfach mal 14 Rohstoffe. Auch nur? Vier Produkte sozusagen. Aber da hat man eben jetzt auch bei mir gemerkt, wo ich angefangen habe, die Bäckerei zu befüllen, wie gut und praktisch das Zentrallager ist, wenn man da schön was drin hat. Ne? Du kannst von jeder Sorte ein bisschen was rausgeben, hast eine volle schöne Anhängerladung und bringst das alles zur Bäckerei rüber und die freut sich, dass sie gleichzeitig 7-8 Rohstoffe geliefert kriegt. Ja, und alles im Endeffekt, wenn du einmal nur eine Ladung ein bisschen rübergebracht hast, hast du ja alles da. Und nicht, jetzt habe ich keine Erdbeeren oder wie auch immer. Oder fragen wir mal so rum, welche Eier nimmt sie denn? Eier. Beide. Beide? Das Beide. Hat er ja. Die Frage war schon im Stream letztens. Ja, weiß ich doch, habe ich nicht mitgekriegt. Ja, mal so. Ist egal, sollte... bei beiden Eiern hat man uns, die einen hatten wir nicht und die anderen hat man uns geklaut zwischendurch. Die Karton-Dinger habe ich selbst noch nie getestet, aber der Fülltyp überall ist Egg. Also ne, Ei für Englisch, Egg. Also die Paletten haben da den gleichen Fülltyp drin. Ja, also das wird dann natürlich ein Bauernmal. Wir müssen ja unsere Hühnchen ja erstmal wieder... Die Kartons wollte ich mir bald mal gerade nehmen, um zu gucken, ob man da nicht eine Geldkassette draus machen kann für den Hofladen. Ein kleiner okay. Spoiler sozusagen am Rande, weil der muss ja auch bald mal wieder kommen. Ja, der Hofladen, das war doch, ja... Ein kleines Kleinen verkaufen, dann gibt es wieder Geldkassetten. Aber was willst du mit Hofladen, wenn du die Eier nicht hast, Speedy, ne? Ich meine, wer ist denn dran schuld, ne? Ich nicht.
Wo sind die Eier? Achso, eure Hühner, ja, stimmt. Da wollten wir nur hin. Aber habt ihr die nicht leer? Habt ihr die viel zu voll gehabt? Da war gut was drin, denke ich mal. Weil da hat man nicht so oft was weggefahren. Also ich hatte eigentlich noch nichts weggeholt. Die haben sie immer nur fleißig gefüttert. Meine Tiere haben schon wieder nichts zu futtern. Sind aber auch gierig, die Hühner. Muss ich dir mit Eiern aushelfen, Speedy? Boah, das kriegen wir schon hin. Man hat ja jetzt noch zwei, jetzt haben wir ja schon zwei Suchtis hier im Spiel. Ich glaub, also von daher haben auch die meisten immer erstmal genug von Eiern. Bei? Wen meinst du jetzt? Ja, der wahrscheinlich jetzt hinter dir schnarchen tut. Nee. Schon wieder. Ja, schon wieder. Nein. Das hört man doch die ganze Zeit. Nee, ich glaube, das war gestern, glaube ich, irgendwie. Ja. Was ist denn nun? Das hört sich so komisch an. Ich glaube, ich rufe da mal an. Ich habe ja Gott sei Dank beide Nummern. Ja. Ja, aber hätte, so wie wir das gehört haben, hätte er was anderes sein können. Aber richtig. Zum Glück nicht. Er lacht wahrscheinlich nur ungünstig. Mit der Nase auf der Tastatur vielleicht. Nee. Das Lager nicht. Ihr müsst euch mal ranhalten mit Ernten, Jungs und Mädels. Ja, mehr wie ernten können wir nicht. Habt nicht genug Geld, um in die Technik zu investieren. Keine Zeit zum Ernten. Wir müssen 100.000 Liter Weizen verkaufen im Norden. Wie viel? 100.000. Oh, du hast sie über, oder wie? Jetzt ja, 22 waren jetzt nochmal übrig und 87 waren schon im Lager. Boah, das ist schon... 87.000? Ja, das ist gerade Sojabohnen für unsere nächste Dreschmission, ne Holger? Ja. Alter, verdammt. Hast du nicht aufgepasst? Hier haben wir hoffentlich jetzt nichts geklaut bei uns. 40, 50.000 Einnahmen oder wie ist der aktuelle Kurs? 900 steigend, ich bin da auf dem Weg hin. Ja. Alter, Verwalter. Aber das war in der Mitte so ein großes Feld, oder ne? Nee, nicht nur. Also jetzt das Feld hatte ich ganz am Anfang einen Hänger voll ins Hofsilo gefahren und jetzt nochmals ungefähr 22.000 waren noch drin zum Schluss. Also waren 60.000 waren übrig. Achso, das sind also zwei Missionen, die du... Ja, ja, klar. Aber es ist viel. Ja. Das lohnt sich. Also die nächste Palette schon wieder fast safe, ne? Das wird dann noch... Man ja, schummelt irgendwie. Ja, aber die Zeit, die rennt. Ich... Zeit der Brücke auf, das fahre ich hier nur. Ja. Also es ist schon ein Stück zu fahren. Ja, und wir haben das Glück, dass wir immer Missionen finden, die auf den Inseln abgegeben werden müssen, wo wir auch gerade am Arbeiten sind. Ja, nee, das geht ja nicht. Doch, hast du eigentlich relativ oft, finde ich. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, die 6. Mission in Folge, die wir so haben. Da schon wieder so wild angerast. Holger, moin. Und daher kannst du dann relativ gut durcharbeiten. Ja klar, wenn du abladen kannst und alles rüber. Richtig. Ah ja, das war auch ganz gutes Geld verdient. Ich habe jetzt nur eine Mission gehabt. Ja, ein bisschen Geld auf der hohen Kante, wenn wir die beiden nächsten Missionen abschließen. Mal die nächsten zwei Paletten an. Also daher, wir können uns echt nicht beschweren. Das Ansehen-Mission in der Mitte. Ja, bis ich im Norden war, war der Preis gestiegen auf 945. Warte noch ein bisschen. Sauber. Wenn ich noch länger warte, kann, schaffe ich es nicht nochmal zu fahren. Ja, du musst einen Doppelgespann haben. Ja, hättest den großen Trecker nehmen sollen, ne? Der zieht auch die Seemaschine hier nicht. Alles Erziehungssache.
Na gut, der Puma hat 230 und du brauchst 240, glaube ich, ne? 250 oder so, ne? Oder 250 für die Direktzeit. Ja, dann fährst du halt statt 18, fährst du halt 16 km/h, das geht ja noch. Das wäre schon gegangen, ne? Was? Wer ist denn hier die Seemaschine? Seemaschine auf 66. Ja? Durch Langeweile. Wieso? Weil ich hier in der Kurve am Feld 66 auf der Seite liege. Oh! Kommt da vorne mal so Kamikaze fährt. Ich bin der Traktor, der kleine, kann einfach diesen 30.000er Anhänger nicht ab. KI-Fahrzeug, kann mich das irgendwie wieder retten? Unwahrscheinlich. Normalerweise schubsen die einen um. Ich habe aber kein Frontlader dran, ne? Ja, ich komme mit Frontlader. Ach, hier, Holger schon. Ach, bist du schon wieder da? Und sowieso kommt, glaube ich, eh gleich, würde theoretisch gleich hier vorbeikommen, auf dem Rückweg von der Insel. Ja, jetzt habe ich zumindest den Traktor gerettet. Mal für den Hänger mal irgendwo gegenschieben. Warte. Oder wahrscheinlich auch irgendwo gegen. Jetzt schieb mal mit. Oh ne, da ist mein Trecker zu klein. Na, wenn der Anhänger leer ist, sollte er das eigentlich schaffen. Er wird ja natürlich nicht leer sein, oder? Alter, was macht der Traktor? Das ist natürlich auch ein Bild, ne? Ich hab nicht gesehen. Das selbsttätig losgefahren? Ne, da steht jetzt vorne auf der Schnauze, auf der Spitze, gerade hoch. Nein. Ah, okay. Müssen wir gucken, komm? Nein. Ja, Holger rettet schon. Aber zu wird spät? Das Handmel? Ich dran denke. Das ist krass, der steht perfekt, wie eine Kerze. Vielen Dank. Überweisung mache ich gleich fertig. Oh. Müssen wir erst noch einen Preis aushandeln. Ja. Sonst hätte ich das wieder selber das ganze. Viertelstunde Zeit 1. Und er bleibt stehen. Ja, vielen Dank. Jetzt fährt die KI mir ins Auto, das kann nicht wahr sein. Jetzt hängst du fest, oder? Ich würde sagen, dafür mache ich dir jetzt Platz zum Fahren hier. Ich muss eh geradeaus. Manchmal ist die KI echt nervig dann, ne? Ist halt so. So, welche Insel willst du? Ich will nach links. Osten. Nee. Besuchsverbot. Aber, musst du das andere links nehmen, wenn du den Osten willst? Oder? Ich fahr weg, Alex. Ach nee. Okay. Jetzt habe ich den anderen grünen Punkt gesehen. Das ist ja. Bist du fertig? Ich bin nämlich fertig. Ja. Okay. War das denn noch, wo man Geld überweisen kann? Ich filme das jedes Mal nicht. Das Haus mit den drei Leuten drinnen. Ja genau, und dann? Musst du den Spieler anwählen. Dem ich was überweisen will? Ja. Oh. Du musst Farmmanager und Admin sein. So, ne? Danke. Und Admin? Eigentlich doch nur Farmmanager, oder? Ja, nur Admin reicht nicht aus und bei nur Farmmanager hat es auch schon nicht funktioniert. Also bei mir ist es angekommen. Das ist das Wichtigste doch. Wenn es angekommen ist, ist doch okay. Und auch als grün, also
Nur zu, nicht abgezogen. Das wäre ja auch noch was. Konto war nicht gedeckt. Rückgebucht werden. Mit Gebühren. Ja. 10 Euro extra. Also, fahr mal Richtung Brücke, Alex. Alter, das wird heute teuer für Holger, ne? Hab ich mir noch gar nicht gesagt. Was? Ja, wir müssen mal kurz warten. Mein Gehalt musst du auch noch abziehen heute, ne? War ja hier Probearbeiten, oder? Die Probearbeiten. Wieder ja, Moment, Kurzarbeiten wieder raus. Praktikantenstatus, ne? So war das mal. War das noch? Aber glaube ich, hat gut funktioniert, ne? Bisher muss ich sagen. Ja, klar. War schon blindes Vertrauen, ne? Vorrang. Ja, schon ewig dabei gewesen. Gut eingestiegen. Und Holger wollte Träger tauschen, ich habe das mitgekriegt und bin ich gleich mal rumgefahren, ne? Genau. Aber das ist auch wohl das Alter, ne? Es kann noch dazukommen, ja. Gleich alt. Gleich. Ich bin noch ein Tick jünger wie Holger, aber auch an die auch schon an die 50, ja. Das ist doch bloß eine Zahl. Ja, ja, eben. Ich fühle mich ja wie 20, also. Ne? Ja, sind ja alle alt. Also 20 sein und den Verstand von heute, das wäre eigentlich so genial. Ja. Mit 30 Jahren der Berufserfahrung, ne? So ungefähr. Das auch noch, ja. Wahrscheinlich. Unbezahlbar für die Firma. Ja, das rechnen sie aber keinem an mehr heute. Ja. Oh doch. Ich schon? Ja. Das ist Zufall. Also alleine mein Abschlussbrief von der Schule hat mir eine Gehaltsstufe gebracht. Okay. Na gut, die wollten es haben, also haben sie es gekriegt. Ich habe mehr Geld gekriegt. Bist du tätig? Was ist das? Instandhaltung am Flughafen in Hamburg. Ja. Das ist natürlich auch ein Beruf, der wahrscheinlich noch tarifmäßig irgendwie lohnt. Ja, natürlich, aber wie gesagt, alleine die Tatsache, dass ein Facharbeiterbrief eine Gehaltsstufe bringt, ist schon eigentlich auch ein gutes Zeichen. Ne? Ja. Ja, ich würde ja auch häufiger von Hamburg aus fliegen, wenn man eben, aber es ist immer so teuer von Hamburg aus. Das ist einfach schwierig. Mein Abfall braucht man ja eh nicht nach Urlaub oder irgendwas. Ja. Das Problem sind die Parkplätze, ne? Ja, das finde ich ist gar nicht so schlimm. Haben wir häufig dann eben den Shuttle-Service genommen, der könnte, oder ich meine, in letzter Zeit haben wir auch Parkhaus, war das denn Parkhaus 2 oder was ist das, was wirklich direkt gegenüber ist? Ich bin, das kann man, also das in der Reise, dann kommt mir das nicht auf 100 Euro an, ehrlich gesagt. Vielleicht auch, je nachdem, wie lange man denn fährt, vielleicht auch, also sind es vielleicht 100 Euro mehr, als wenn man ganz weit weg ist, aber du kannst direkt aus dem Flughafen, zack, rüberläufst und das ist Parkhaus 2, meine ich. Das ist genau gegenüber 2 und 4, genau. Ja. Okay, 2 meine ich, fahren werden, das geht noch. Jo, ich bring den Trecker, den Hänger schon rüber. Ja. Ah, ich dachte, dass die Flüge nicht so teuer sind. Kommt drauf an, ne? Wenn du, also nur ein Flug, wir machen ja meistens dann eben Urlaub. Dann bist du eben bei mit der kleinen Familie ja doch, musst ja ein halbes Vermögen ausgeben, so ungefähr. Ja, all inclusive, definitiv, ja. Der Kleine kostet ja teilweise schon fast ganz so ungefähr, wo es echt albern ist, aber. Echt, ja? Mit 3 Jahren? Ja. Also die rechnen das um, ne? Von wegen, sag mal, normal Erwachsene zahlen vielleicht 800 Euro und dann auf einmal kostet der Erwachsene mit Kind dann vielleicht nur noch 600 Euro. Im Endeffekt zahlst du aber trotzdem irgendwie, ne, deutlich mehr, weil du dann für 3 Leute irgendwie je 600 Euro zahlen musst und für 2 irgendwie 800 oder so. Ja. Ja, du musst also ja trotzdem einen Sitzplatz bezahlen. Genau, du musst für ihn ja einen vollen Sitzplatz im Flugzeug haben. Hotels sind das ja auch ein bisschen mehr. Und du willst ja im Zweifel auch ein bisschen größeres Zimmer denn haben, damit du dich da besser, ja, weiß ich nicht sozusagen direkt auf der Pelle hockt. Ja, oder dann schon 2 Zimmer haben wir oft gemacht. Ja, wir eben letztes Mal auch wirklich so, also so ein Apartmentzimmer ist es, ne? Ja. Also nicht ein zweites Zimmer, wo er abhängig wäre, dass du das in Wien. Also wie Apartment, wo du eben Wohnzimmer hast und wie ein Schlafzimmer. Genau. Machen wir das eigentlich auch. So werden wir das auch in Zukunft immer machen und dann natürlich einen Euro gerne mehr bezahlen.
Jo, aber wir sollen mal langsam zum Finanzvergleich kommen, oder was sagt ihr? Jo. Die Woche neigt sich dem Ende, oder? Klingt gut. Ja, diesmal plus zwei Ingame-Tage, oder? Ja. Jo. Ja, wegen der Challenge, ne? Ja. Gut, ich hätte natürlich trotzdem auch einen netten Geldbetrag erwirtschaftet, den du sonst wahrscheinlich in einer Stunde knapp selbst erwirtschaftet hättest. Ja. Ja. Ich sag mal, 25.000 hättet ihr geschafft, ne? Ja. In einer Stunde. Bei uns mit 50.000 in der Stunde schon knapp und 75 und 100 schaffst du nicht in einer Stunde. Nee. Du hast gerade die perfekten Düngermissionen zweimal hintereinander in der Mitte. Oder alle vier Felder. Ja, genau. Das ist dann nice to have. Oder machst du den Verkauf, den du jetzt gerade machst, aus mehreren Missionen. So wie auch viel mit Ballen, wenn man vorhin Ballenanhänger den verkauft haben. Das lohnt sich ja schon. Aber ich bin froh, also diese Woche waren wir wirklich ballenfrei. Aber nächste Woche werden wir wahrscheinlich mit Ballen dann auch wieder weitermachen. Silage, nur Dünger. Das bringt es natürlich dann auch nicht. Ja, oder musst du dann aber mehrere Missionen gleichzeitig haben. Oder gleich nachlaufend. Da musst du uns so wie auch wir jetzt Glück haben, dass du wirklich dann auf der gleichen Insel was kriegst. Ja. Ja. Immer gleich zwei Missionen. Und Glück haben, dass die anderen das nicht mitkriegen, zufällig. Hm. Ja toll, das war jetzt der Griff ins Klo. Was? Ja, die Preise haben sich geändert. So krass schnell, oder wie? Ja, ich hab jetzt im Norden bei Raiffeisen nur noch 548 gekriegt. Halt Quatsch. War doch Weizen. Für Weizen? Ja. Nur noch 438. Oder hast du dich verguckt? Du kannst auch nicht 900 echt Weizen gekriegt haben? 946 ist jetzt bei ATR. Und vorher waren es 945 im Norden, bei Raiffeisen. Also schön verkauft und dann gemerkt, wieso war das so wenig? Oder? Ja klar, ich hatte es verkauft und dann waren es bis 24.000. Oh mein Gott. Böse. Also merke immer in der letzten Sekunde nochmal Preis checken, wenn wir mit mal 15 spielen. Haben sie dann tatsächlich ziemlich schnell was tun. Ne? Ja gut, ich war vor Ingame 4 Stunden das letzte Mal da. Ja. So lange fährt man. Ja stimmt, das sind ja dann 16 Minuten. Ja, ne? Ja, was sagt ihr, wie weit seid ihr? Fahrt zur Stopp und dann nochmal rein. Dann machen wir die Zeit runter gleich, wenn die Zeit runter ist, dann... Dann haben wir Montag, Dienstag und heute, oder? Nee, wir haben ja nur einen Tag. Nee, Dienstag und heute eigentlich bloß. Ja, okay. Dienstag und heute. Die zwei, die zwei roten Zahlen hatten wir beim letzten Mal schon, Sonntag, Montag. Helfer muss ich ja auch stoppen. Also. Ja. Gut, liebe Leute, dann machen wir mal den letzten Finanzcheck. Letzte gute Tat für die Woche. Samstag ab Montag habe ich 78.000 verdient. Nee, Montag braucht man nicht, das haben wir vorige Woche schon gehabt. Ja, wir haben ja nur einen Ingame-Tag jetzt gehabt. Dienstag und heute haben wir bloß gehabt. Ja. Dienstag war ja 18 Uhr, wo wir gestartet haben. Genau. So, nee, Montag 18 Uhr. Dienstag habe ich 140.000 Miese gemacht. Erste Paletten gekauft. Genau. Da haben wir 246.000 plus. In einer Woche 246. Das ist nee, am Dienstag. Siegesprämie, ne? Da sehe ich aber die irgendwo, weil ich... Siegesprämie schon viel, ne? Genau, doch hier unten sonstiges 100.000. Genau, die ist da mit dabei. Also sind es 146.000. Da sind verkaufte Ballen 95.000 und Rest ist Lohndienstleistung. Also wir haben Dienstag 76.000 knapp. Okay, und ja, wir haben... Tja, den Montag hatten wir noch nicht. Doch. Nee, kann gar nicht. Montag 18 Uhr haben wir angefangen. Ja, aber Montag hatten wir noch nicht verglichen.
Doch, beim letzten Mal schon. Weil ich habe ja das, zwei. Was wir bis 18 Uhr gemacht haben. Genau, ich habe hier zwei rote Zahlen gehabt. Beim letzten Mal hatte ich ja Ballen gekauft. Ich habe nämlich noch ein paar Ballen verkauft am Moser der Moore. Ich gucke gerade Dienstag keine Ballen verkauft, heute keine Ballen verkauft. Das war nämlich Montag und das waren irgendwie noch knapp 34.000 Montag an verkauften Ballen, die ich noch eingenommen habe. Ach so, jetzt zu Beginn des Streams dann am genau. Samstag. Montag hatte ich 78.000. Los dann. Dienstag, wie gesagt, 140 Miese. Und heute? Genau, Umsatz 115.000 am Dienstag. Heute sind es bei uns 69. Bis jetzt. Da haben wir 26. 11,3. Könnten 89 stehen. Speedy so ruhig. Speedy hat hier. Los, habt ihr wieder neue Fahrzeuge gekauft? Nö. Ich guck nur gerade so alles. Das gefällt mir gerade so gut hier. Was gefällt mir? Wir hatten den Dienstag, hatten wir ja, wie gesagt, nur ein Ernte, hatten wir was, knapp 20.000. Lohneinsatz 52.000. Heuer fährt noch. Und sonstiges waren ja die. Das Fußballspiel noch. Sonstiges ist es Fußball, genau. Ja. Das sind bei mir die 300.000 Miese plus dann eben die 50.000 Preisgeld. Ja, aber das geht. Also wir kommen noch mühsam, ne, und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass man jetzt so sieht, finde ich, wenn man jetzt mal eine Woche nur Dünger gemacht hat, das reißt jetzt auch nicht so krass raus, ne? Dieser Mehrertrag durch Ballenverkauf und sowas. Also, dass man nicht viel weiter zurück. Ich denke mal, das hält sich alles relativ gut in der Waage. Weil Lohndienstleistungsumsatz ist natürlich jetzt, ich sag mal, schon höher mit Dienstag nur Düngermission, 115.000 an einem Tag mit Lohndienstleistung. Der Einkauf. Aber ich habe da natürlich dann nichts mehr zum zusätzlichen Verkaufen. Heute waren es jetzt 41.000 Lohndienstleistungsumsatz. Müsste nicht dein Einkauf, wo sehe ich das denn überhaupt? Das ist in Dünger Einkauf, glaube ich, ist in der Position. Doch, sonst Kosten, nicht, ne? Kosten Dünger gibt es doch direkt. Position. Wird nicht gelockt, weil ich das wahrscheinlich bei euch eingekauft habe. Das zieht ihr mir vom Konto ab. Aber ich habe keine Kosten Dünger bei mir, in der ganzen Liste nicht. Auch nicht. Ich glaube, bei mir geht das unter Sonstiges, weil ich das bei euch gekauft habe. Das kann gut sein, ja. Montag minus 7.300. Dienstag eben auch so eine krumme Zahl. Ja, und heute habe ich ganz groß, glaube ich, irgendwo Dünger eingekauft, diese 30.000 Liter. Zerquetsche bei, ich weiß gar nicht, wo stand ich mit dem, bei Holger oder bei Speedy, glaube ich. Da habe ich 17.000 bei Sonstiges im Minus. Aber ich kann verkünden, wir sind schuldenfrei, die Mädels. Ja, das ist doch gut. Wurde ja mal Zeit. Gut, ich bin jetzt gerade mal aus dem Spiel geflogen. Ja, wir sind auch fertig dann für heute. Ja. Also Samstagabend wahrscheinlich wird es weitergehen, ne? Oder habt ihr schon Vorausschau? Nächste Woche Samstag ist dann der 18.4. Passt theoretisch. Sollte passen. Ich bin 18. Das sollte passen, ja. Ich arbeite zwar nur den Samstagvormittag ein bisschen, aber egal. Gut, dann bis zum Stream. Von mir schon mal. Ich glaube, ihr werdet angefangen. Folge. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, Samstagabend geht's ja weiter. Also bis dahin und tschüss. 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 Tschüss.